Hallo, ihr Zip-Tap-Tube. Hallo. Und heute machen wir die Nicht-Ja-Nicht-Nein-Challenge. Ja. Das wurde uns wirklich sehr, sehr oft geschrieben. Also wir wurden oft darauf hingewiesen, wir wurden gefragt, ob wir es auch mal machen wollen. Genau. Wollen wir auch gleich direkt anfangen? Genau, eine Klingel haben wir mit dabei. Wir haben jetzt hier Ash, der ist gelb, ich bin lila, Mama ist rot. Zwei Schwierigkeitsstufen, einmal für Kinder, Nicht-Ja-Nicht-Nein und einmal für Erwachsene. Karte für dich, Erwachsenenkarte. Für dich? Für Max, dann machen wir so rum. Genau. Und dann liest du die Fragen jetzt vor. Und Max darf nicht Ja und Schaust nicht Nein sagen. Schaust du Sport im Fernsehen an? Schaue ich nicht gerne. Also nicht darf man sagen? Ja. Gut. Also wir machen das auch so, dass du, wenn du zu lange Zeit lässt. Ja, klar. Genau, kann so ist das auch. Genau. Hast du Ja gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Magst du Fußball? Gerne. Welches ist dein Lieblingsspieler? Hab keine Lieblingsspieler. Wirklich? Wirklich. Hat Deutschland schon einmal die Weltmeisterschaft gewonnen? Mehrmals schon. Das sind aber viele Fragen, ne? Ja, ne? Hier geht schon. So eine Karte dauert schon ein bisschen länger. Das ja. war 2014, oder? 2014. Genau. Glaubst du, dass Deutschland noch einmal die Weltmeisterschaft gewinnt? Kann gut angehen. Welches Land hat die letzte Weltmeisterschaft gewonnen? Keine Ahnung. Sicher? Sehr sicher. Jetzt darfst du einen Schritt Ich darf jetzt eine vorne? Genau. Okay. Also man muss sich ja schon so ein bisschen anstrengen, nicht Ja und nicht Nein zu ja, sagen. Das also ist schon. Aber man muss jetzt für mich machen. Ja, soll ich jetzt nicht die Karte ja, nehmen? Ja, du kannst jetzt spielen. Oder für mich? Ja, ich für dich. Ja, okay. Und dann mache ich für dich. Ich nehme erwachsen, ja? Ja. Okay. Gehst du gerne im Wald spazieren? Das mache ich gerne. Alleine oder mit Freunden? Ja, noch alleine. Gehst du gerne spazieren? Ich gehe gerne spazieren, ja. Ja, ich hab gesagt! Oh, okay. Jetzt darf Ash auch einen nach vorne gehen. Ja. Hui! Damit. Oh. Aber es rutscht ganz schnell raus. Man neigt ja eigentlich dazu, weil die Fragen natürlich klar, die sind für Ja und Nein, ne? Und jetzt musst du Jetzt kannst machen. Du, genau. Ich nehme jetzt für Kinder, oder? Ich find's witzig, so eine Frage vorzulesen. Das macht wirklich voll Spaß. Hast du Gesangsunterricht genommen? Ich habe keinen Gesangsunterricht genommen. Kannst du singen? Ich kann sehr gut singen. Singst du gut? Ich glaube ja. Du hast Ja gesagt. Ich glaube ja. Ja, dann darfst du jetzt. Okay. So, nächster. Jetzt bist du für Max. Jetzt ziehst du für Max eine Karte. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Nicht, dass ich wüsste. Ja. Glaub nicht. Hast du schon einmal Trompete gespielt? Bisher noch nicht. Möchtest du es probieren? Muss ich mal gucken. Wirklich? Ich denke schon. Findest du, dass es leicht ist, eine Musiktheorie zu lernen? Also Musik in Theorie, also jetzt irgendwelche Noten schreiben und so. Also nicht Instrument spielen, sondern... Das ist leicht. Kennst du die Noten? Ich kenne alle Noten. Echt? C, D, E, F, G, A, H, C. Ah. Und dazwischen gibt es noch mit Is und... Oh! Na, was kommt da jetzt? Wiederhole. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Ja, Si, Do. Was? Wiederhole. Do... Komma, Re, Komma, Mi, Komma, Fa, Komma, Sol, Komma, Ja, Komma, Si, Komma, Do. Ah, da ist eine Falle. Da ist ein Ja mit eingebaut. Du hast Ja gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Du hast gar nichts gesagt, das hab ich doch gesagt. Hä? Nee, du musst noch die Fragen beantworten. Ich hab's ja wieder vergessen. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Ja, Si, Do. Vielleicht Si, Do. Hä? Vielleicht? Das steht ja gar nicht drin. Du musst es auslassen. Hä? Ich hab mir ausgedacht. Max darf ja nicht Ja sagen. So weiter, nächste Frage. Du hast Ja gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Fertig? Max darf weitergehen, ne? Einen Schritt nach vorne. Darf ich jetzt wieder... Oh, jetzt darf ich wieder Fragen. Das ist cool. Also ich finde, die Fragen stellen das am besten. Ja, mach. Wie viele Arme hat ein Tintenfisch? Viele. Wie viele Beine hat eine Spinne? Acht. Und wie viele Seiten hat ein Achteck? Acht. Sicher? Fast, ja. Ich hab schon wieder Ja gesagt. Oh nein! Ich sag immer... Hey, weil ich jetzt geklingelt habe, darf ich dir nach vorne? Ja, du darfst nach vorne. Schon wieder verloren. Nein, das gibt's nicht. Darf ich mir auch was dazu ausdenken, theoretisch? Ja, theoretisch darf man sich was ausdenken. Oh gut, das mit dem Sicher habe ich mir irgendwie ausgedacht. Hä? Da musst du wieder zum Anstand, weil du sich... Bin ich jetzt dran?
Für Ash, jetzt bin ich für dich. Du bist dran. So. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Ich glaube an ihn. Ist es wahr? Es ist wahr. Er kommt im Dezember, nicht wahr? Er kommt wirklich im Dezember. Bringt er Geschenke? Er bringt coole Geschenke. Reist er mit dem Auto? Er reist nicht mit dem Auto. Mit dem Schlitten? Er reist mit dem Schlitten. Aber du... Hä? Sind es Bären, die seinen Schlitten ziehen? Es sind keine Bären. Sondern? Es sind keine Bären, sondern Rentiere. Ja, gut, das ist einfach nach vorne. Oh, ich... Was ihr macht das ja richtig gut. Wie heißen die Schlitze, die die Fische an den Seiten ihrer Köpfe haben? Kiemen. Hast du Gehör gesagt? Ich hab Kiemen gesagt. Sind Garnelenfische? Glaub nicht. Sind es Schalentiere? Das kann angehen. Und sind Schalentiere das gleiche wie Weichtiere? Also ich vermute nicht. Sicher? Sehr sicher. Hast du schon einmal Krabben gegessen? Möchte ich gerne mal machen. Magst du Austern? Habe ich bisher nicht gegessen. Möchtest du jetzt Austern essen? Hab gerade keinen Hunger drauf. Hast du keinen Hunger? Ich habe keinen Hunger. Also bin ich jetzt wieder dran? Jo. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 10 aus. Hab ich. Jetzt addiere 3 hinzu. Hast du das gemacht? Hab ich gemacht. Jetzt addiere 6 hinzu. Hast du gemacht? Hab ich gemacht. Super. Jetzt subtrahiere 4. Hab ich. Super. Addiere 5. Bist du fertig? Super. Subtrahiere jetzt die Zahl, die du dir am Anfang ausgedacht hast. Fertig? Ja. Jetzt hast du 10 übrig. Hey, du hast ja gesagt. Hab ich ja gesagt? Ach, stimmt. Hey, jetzt darf ich nach vorne gehen. Ich meine, du hast ja gesagt. Ne? Hey, ich darf nach vorne gehen, oder? Stimmt, als ich fertig gesagt habe. Hey, darf ich nach vorne gehen? Ja, darfst du. Okay. Das ist mir ich habe es gar nicht wahrgenommen, dass Mama ja gesagt hat. Aber erst ist so ein Schlitzohr. Pass auf alles auf hier, ne? Du? Wenn wir die nach vorne, mit die okay. Noch wechseln holen. Dann bin ich jetzt dran? Dran, denke ich gar nicht. Ich muss ja Kinderkarte nehmen. Das fand ich jetzt witzig. Oh. Ja, wollen wir es so machen, dass du jetzt irgendwie wechseln oder sowas? Dass du nicht immer Ash vorliest oder so? Ja, kann ich auch. Okay. Oh, doch, doch. Finde ich gut. Hast du schon mal... Liest du wem liest jetzt vor? Ich dachte, ich habe gerade gesagt, dass wir es nicht so machen, dass du dann nur Ash vorliest. Ja, das machen wir so rum. Ja, machen wir gleich. Nein, wir machen es gleich. So. Machst du ab und zu Sport? Ich mache gerne Sport. Magst du lieber die Individualsportarten oder die Teamsportarten? Ich bevorzuge Fußball. Tennis ist eine Teamsportart, oder? Glaub nicht. Hast du Nein gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Und ein Tennisdoppel, ist das ein Teamsport? Ich denke schon. Sport ist gut für die Form, ja oder nein? Sollte gut sein, ja. Mach. Du sagst ja! Dann mal vorne. Ja, ich hab das. Ja, ich hab mal vorne. Okay. Oh, Junge! So, wer ist jetzt dran? Ja, jetzt sagt ihr. Ash? Hast du schon mal Muscheln gesammelt? Ich habe schon mal Muscheln gesammelt. Auch am Meer? Auch am Meer. Hast du schon mal Miesmuscheln gegessen? Ich glaube, die schmecken nicht. Aber hast du sie schon mal gegessen? Ich habe sie noch nie gegessen. Welche Farben haben Miesmuscheln? Ich weiß es nicht. Sicher? Sehr sicher. Hast du schwarz gesagt? Ich hab nicht schwarz gesagt. Kann man auch die Schale essen? Das weiß ich nicht. Wenn du sie isst, gehen dann deine Zähne kaputt? Ich glaube schon. Ja, wieso? Sind bei den anderen mehr Fragen? Ja, das ist so gut. Ja, bei den Erwachsenen sind mehr Fragen, klar. Oi, oi. So, wer ist jetzt dran? Jetzt ich glaube, ich habe schon gewonnen, weil Mensch, du kannst jetzt noch Ash, jetzt fragst du mich. Jetzt musst du für mich eine Karte ziehen. Warte, wenn ich jetzt verliere, also wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann gehe ich zum Anfang zurück und dann kannst du mich überholen. Das ist gut geworden. Frag mal die Mama die Fragen. Bist du schon einmal Wasserski gefahren? Ich würde gerne mal Wasserski fahren. Und gesurft? Surfen möchte ich auch mal. Ziehst du Body- oder Windsurfen vor? Windsurfen. Hast du Bodysurfen gesagt? Ich immer das gleiche. Ich habe Windsurfen gesagt. Man braucht große Wellen, um zu surfen, stimmt das? Das kann sein. Und man braucht Wind zum Windsurfen? Glaube ich auch. Mit dem Boot ist es weniger ermüdend, ja oder nein? Das kann sein. Hast du ja gesagt? Hab ich nicht. Warst du schon einmal seekrank? War ich schon mal.
Zu Ende? Habe ich überstanden? Das erste Mal, dass Mama es ich darf gemacht. Einmal nach vorne gehen. Ja, was? So, jetzt wer ist jetzt dran? Du fragst mich? Ja. Okay. Isst du manchmal eine Kleinigkeit, bevor du ins Bett gehst? Ab und zu. Magst du Sandwiches? Gerne mag ich. Ja, ja, nein. Was? Ja, nein. Ja, ich bin versprochen. Ich bin am Ziel. Ja, aber das darf ich gerne sagen. Nur allein gerne. Also, weil ich verwirrt habe, deswegen. So, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.